Lockere, standsichere Sahne für Ihre Torten, Kuchen und Desserts gelingt immer mit dem Neutralsahnestand aus dem Hobbybäckerversand. In der Versuchsbackstube zeigen wir Ihnen, wie leicht das geht. Schlagen Sie zunächst 750 Milliliter Sahne auf. Stellen Sie vor dem Schlagen das Rührgefäß in den Kühlschrank oder Froster. Die richtige Sahnetemperatur liegt unter 6 Grad. Sahne erst schaumig schlagen und dann steif schlagen. Das dauert etwas länger, dafür wird die Sahne locker, zart und leicht. Rühren Sie das Sahnestandpulver mit 180 Gramm Wasser an. Das Wasser sollte etwa 20 bis 25 Grad warm sein, damit sich das Pulver gut auflöst. Statt Wasser können Sie übrigens auch Wein, Sekt, Fruchtsaft oder Buttermilch mit der gleichen Temperatur verwenden, um der Sahne eine aromatische Note zu verleihen. Heben Sie locker aufgeschlagene Sahne in 2 bis 3 Portionen unter das angerührte Sahnestandpulver. Unterheben ist besser als rühren, damit die Sahne locker und zart bleibt. Verteilen Sie die Sahnemasse auf den vorbereiteten Tortenboden. Anschließend stellen Sie den Kuchen mindestens eine Stunde lang in den Kühlschrank. Danach können Sie servieren. Durch den Sahnestand ist der Kuchen locker, schnittfest und stabil, ganz wie beim guten Konditor. Kuchen und Desserts mit dem Hobbybäcker Sahnestand schmecken köstlich und gelingen immer. Probieren Sie auch die leckeren Sorten Erdbeer, Zitrone, Pfirsich-Maracuja, Käsesahne oder Schokolade und lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.